Der Thomas macht als nächstes unsere Avocado-Creme Brûlée. Also ganz wichtig, dass wir verzehrreife Avocados verwenden. Das sind die sogenannten Hass-Avocados. Die kann man im Prinzip so kaufen, dass sie den perfekten Reifegrad haben. Die Avocado an sich wird halbiert. Das Fruchtfleisch kratzen wir mit dem Löffel heraus. Der Kern sollte natürlich nicht dazukommen, weil das Ganze noch püriert wird. So, der Thomas ist dabei, die Avocado zu zerkleinern. Wir rechnen für diese Vorspeise eine Avocado für 4 Personen. Zu Avocado kommen dann gleich noch natürlich ein paar Aromaten. Dort finden wir immer ganz gut, wenn man das Ganze natürlich mit ein bisschen Limettensaft abschmeckt. Wichtig immer bei der Avocado ist ein bisschen Knoblauch. Wir machen ein bisschen Koriandersaat mit dran, für die Schärfe ein bisschen Chilischote und natürlich ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken. Der Schärfe- und der Säuregehalt kann natürlich je nach Belieben variiert werden. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Bei der Chilischote ist es halt empfehlenswert, die Kerne in dem Fall rauszulassen, weil sie doch sich sehr, ja, sehr scharf zeigen können. Eine halbe Chilischote reicht in dem Fall auf jeden Fall auch aus. Vielleicht noch als kleiner Tipp, also die Chili nach dem Schneiden der Chilischote sollte man sich vielleicht auch erstmal die Hände waschen, falls man doch mal in Verlegenheit gerät und sich dann kurz danach ins das Auge krabbelt. Ja, also das kann böse enden. Dann sieht man sich im wahrsten Sinne dann öfter. Ja, also. Als nächstes kommt der Knoblauch dazu. Für die Menge reicht sicher auch eine halbe Zehe. Würzen tun wir das Ganze mit Koriandersaat. Das ist auch eine Geschmackssache, muss man nicht. Wir finden, das passt sehr gut dazu. Gerade auch dann nachher zu unserem Saibling. Also Koriandersaat ist man ein schöner Begleiter für Fisch. Thomas macht als nächstes ein Haselnussöl dazu. Das kann man auch variieren. Also im Prinzip eignet sich ein gutes, kalt gepresstes Nussöl. Das kann auch ein Walnussöl oder ein Arganöl, also, oder ein Sesamöl von geröstetem Sesam sein. Bisschen Honig als Kontrast, weil wir haben ja Säure, wir haben ein bisschen Schärfe, da ist ein bisschen Süße auch immer ganz gut. Dann fehlt im Prinzip noch Salz und Pfeffer und dann können wir das Ganze pürieren. Was wir jetzt machen werden, ist unsere in kaltem Wasser eingeweichte Gelatine erwärmen, damit sie sich auflöst. Dann geben wir das Avocado-Püree dazu, schmecken das Ganze natürlich nochmal ab und dann wird das Ganze in eine entsprechende Form gegeben und dann kaltgestellt. Dann sieht man noch schön, dass die Gelatine sich jetzt auflöst. Wichtig dafür, dass wir ein bisschen Temperatur brauchen, damit wir am Ende in der Avocado-Creme keine Stücken davon haben. So, ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Die Gelatine wird schön gleichmäßig verteilt. Der Thomas schmeckt das Ganze dann, wie gesagt, nochmal ab und stellt es dann kalt in den Kühlschrank. Die Masse wird ungefähr eine Stunde brauchen, um komplett durchzukühlen. Wichtig ist ja dabei, dass wir eine Creme Brûlée machen wollen. Das heißt, sie bekommt ja nachher noch mal ein bisschen Temperatur. Und dabei ist es eben wichtig, dass die Masse richtig fest ist. Ja. Hier haben wir dann unsere Avocado-Creme, die ist auch schön fest geworden. Sieht man auch, wenn ich jetzt hier anfasse, dass die wirklich schön fest geworden ist. Um es jetzt optisch einfach ein bisschen schöner aussehen zu lassen, stechen wir uns die aus. Was sich auch mal gut eignet für zu Hause ist ein Glas zum Beispiel mit einem dünnen Rand. Da wir eine Creme Brûlée machen wollen, also wir hatten die Creme sicher sehr herzhaft abgeschmeckt, auch mit ein bisschen Chili, da kann so ein bisschen Süße nicht schaden. Da geben wir auch ein bisschen Rohrzucker oben drauf, nicht zu viel und brennen das dann ganz kurz ab, um auch eine schöne Karamellschicht zu haben. Jetzt sieht man auch, dass wir ausreichend Gelatine verwendet haben. Ich meine, die Creme behält seine Form. Jetzt können wir anrichten. Was wir jetzt oben drauf machen, ist noch unser Zitronenkonfit. Das ist jetzt ein bisschen runtergekühlt. Und der Kai, der macht dann noch das Cannelloni dazu. Man sieht auch, der Fisch ist schön saftig, ne? Also schön saftig gegart, nicht zu trocken. Als für die Optik machen wir noch ein paar Kräuter ran, ein bisschen Kerbel. So, ich denke, hier haben wir eine schöne Vorspeise zusammen kreiert. Vielleicht geben Sie uns ja persönlich mal die Möglichkeit, dass wir dazu Stellung nehmen können, geben uns ja Feedback. Wir wünschen in jedem Fall viel Freude beim Nachkochen. Hoffen, wir haben Ihnen alles so gezeigt, dass das zu Hause auch umsetzbar ist und wünschen Ihnen guten Appetit. Bis bald aus dem Schmitz. Ciao, ciao. Alle Gastgeber und Rezepte.
unter www.topfgucker-tv.de.